Hallihallo ihr Lieben und willkommen zum Part 9 von Edna bricht aus der neuen Kochsendung. Und wir zaubern uns heute ein schönes Menü. Mal sehen, was wir uns so herstellen können. Nein, wir möchten natürlich gucken, wie wir hier entkommen können aus dieser Irrenanstalt. Ich glaube nicht, dass es uns weiterhilft, ein bisschen was zu kochen. Aber wir können es ja versuchen. So, mal gucken. Besteckschrank. Oh, große Überraschung. Besteck. Da ist Besteck drin. Ha, ich wusste es. Also, so genial wie ich ist natürlich keiner, dass er das jetzt sofort durchschauen konnte. Gehe zum Speiseplan. Ja, benutze ihn bitte. Nee, schau ihn dir an. Sie schaut ihn sich nicht Heute an. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Können wir da irgendwie was machen? Anscheinend nicht. Wir können auch nicht mit ihm reden. Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's! Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden! Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Ja, das wusste ich natürlich sofort, dass es eine Lawine ist. Ich habe ja schon gesagt, ich durchschaue mal alles. Also, ja. Es ist mir einfach angeboren. Ich kann dagegen gar nichts machen. Es ist einfach... Okay, ich rede wieder mit Stuff. Guck mal, die Handtücher an. Meine Hände sind gerade richtig schmutzig. So, ja, deswegen darfst du das ja nicht anfassen, Edna. Also, nein. Hier an der Wand nutzen sie mir gar nichts. Yay, können wir einen mitnehmen? Ja! Wir haben einen witzig coolen Topflappen, mit dem wir jetzt gleich ein Gespräch führen werden. Dieser Lappen ist kein würdiger Gesprächspartner. Was? Edna, wie kannst du ihm das antun? Ich bin enttäuscht von dir. Ich rede aus Prinzip nicht mit Handtüchern. Es sei denn, sie sind aus Frotti. Edna ist wohl heute nicht so gesprächig, habe ich das Gefühl. Der kommt mit. Was? Wo will die den Topf denn hinstecken? In ihr Höschen oder was? Ich. Keine Ahnung. Da reden wir mal mit dem. Kein Hut, kein Bus, kein Abzählspiel. Nur ein Topf. Also Edna, ich erkenne dich gar nicht wieder. Was ist denn mit dir los? Wie redet einfach nicht mehr? Es ist unglaublich. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Wow. So intellektuell gleich. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements. Jemand zu Hause? Neptun? Das kennen wir schon. Buh. Captain Iglu. Also Edna, heute ist wirklich, glaube ich, nicht dein Tag. Magst du vielleicht mit dem Topf reden? Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Ach Edna, was ist nur mit dir los? Ich glaube, jetzt ist sie wirklich gestört. Also wenn sie schon nicht mehr mit Gegenständen redet, dann ist wirklich Schluss jetzt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Ich bin einfach nur geschockt und habe keine Worte mehr dafür übrig. Also, darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Wahrscheinlich muss ich jetzt bald schon das Let's Play abbrechen. Denn wenn Edna nicht redet, das ist ja echt schlimm. Ich denke nicht, dass ich so weiterarbeiten kann. Es tut mir jetzt leid für alle Beteiligten, die die Let's Plays jetzt so gern geguckt haben. Aber ja, also ich bin mir sicher, dass das jetzt leider nichts mehr wird. Denn wenn Edna nicht mehr mit Gegenständen redet, dann... Ihr merkt ja selber, dass das keinen Sinn mehr hat. Also ja, dann... wird jetzt wahrscheinlich keine Folge mehr kommen von... Okay, ich höre auf, wir gehen einfach durch die nächste Tür. Ich labere hier wieder in die Unendlichkeit. Irgendwelches... Okay, das sieht cool aus. Mit den Säulen hier. Das sieht richtig cool aus. Senf und Ketchup, können wir das mitnehmen? Beides? Ja! Okay, ich probiere es natürlich nochmal. Vielleicht magst du dich ja mit denen unterhalten. Hi Ketchup. Hi Edna, alles Tomate? Aber Logan, Digga. Yay! Und da ist sie wieder, die gute alte Edna. Muss ich wirklich zu allem meinen Senf dazugeben? Hahaha. Was ein Wortspiel.
noch eine Tür und noch eine Tür und ich bin schon ganz überfordert, weil hier viel zu viele Türen sind. Okay, ja gut, machen wir mal weiter. Ich habe immer Angst, dass ich was verpasse und dann... Oh mein Gott, das ist ja... Cool, ich guck gerade, ob wir erkennen ja nur Dr. Marcel, wen anders kennen wir ja gar nicht. Nee, also mir kommt da jetzt keiner bekannt vor. Sigi? Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Okay, Edna kennt ihn anscheinend. Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleich die. Sonst geht dir Sigi paar Watschen hinter die Gorschen. Sigmund Freud wahrscheinlich dann. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Der große Deuter Jung. Okay, den hatte ich, glaube ich, auch im Psychologieunterricht. Uhu, ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Und das nehmen natürlich. Ja, hässlicher Mann. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Ja, der gehört natürlich neben die ganz Großen. Buh! Türschild? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Okay, ja. Hier können wir anscheinend auch nicht weiter runter. Gehen wir mal durch die Tür. Oho. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Das ist ja richtig cool gemacht. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Voll cool. Und der Poki ist ja auch der Macher des Spiels, also hat da viel mitgearbeitet und ist, glaube ich, auch der... Also auf jeden Fall der Entwickler des Spiels. Voll cool. Wer braucht die schon? Ja, Edna, du brauchtest die, um überhaupt zu entstehen. Finde ich richtig cool gemacht. Ja, diese kleinen Gadgets immer, das ist echt witzig. Aber das hört er ja schon tausendmal von mir. Deswegen hatte ich jetzt wieder mal meine Klappe. Und wir gehen durch diese andere Tür. Ausgang. Nee, Aushang. Oh, Aushang. Okay. Hier steht, dass aufgrund massiver Löffelknappheit Rückgabezwang besteht. Rückgabezwang der Löffel? Sonst nicht, oder was? Der Aushang spricht für sich. Okay. Nehmen können wir den wahrscheinlich auch nicht. Nein, die Info ist höllenwichtig. Ja. Dann gehen wir mal durch die Tür. Ach so. Wir sind im Kreis gelaufen. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Cool. Verbale Notizen bleiben daran nicht haften. Ach ja, stimmt. Das Spiel spielt ja ein paar Zeiten früher. Wir sind ja noch nicht in diesem Jahrhundert. Da kann man natürlich noch keine verbalen Notizen anheften. Ist natürlich klar. Und was ist, wenn wir jetzt hier runtergehen? Da waren wir ja noch nicht. Oder können wir da zum Ort, wo wir schon waren? Man weiß es nicht. Cool. Dr. Marcel. Noch eine Nur Pimmat? Der obligatorische Bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Ja, den kennen wir ja. Zur Tür. Okay. Ein Waschraum. Gehe zu unten. Dann machen wir das doch mal. Säcke. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt in der schmutzigen Wäsche wühlen Zu sollten. Schwer. Zu groß. Zu langweilig. Na, wenn du mit ihnen redest, werden sie vielleicht ein bisschen Hallo? Ist da jemand drin?
Ja, das wär's ja. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Naja, geht. Also, so krass. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Gut. Wäsche, letztes Thema. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ah. Wieder hoch? Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Wir waren noch nie oben, Edna. Spoiler, Spoiler. Beam me up, Scotty. So, nein, es hat uns schon alles verraten, dass wir anscheinend da mal oben sein werden. Naja, wir gehen wieder durch die Tür. Nicht, dass Edna noch mehr spoilert. Das wäre nicht fair. Wir gehen einfach weiter. Komm mal runter. Vor allem, wie sie die Treppe runtergetippelt ist. Gehen wir mal durch diese Tür. Oh, Notiz. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Okay, können wir die nehmen? Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Gut, dann schauen wir mal die Postkarte. Wenn ihr eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Oh. Ach ja, das gute alte Vladwakistan. Ich können wir sie ja mitnehmen. Die ist nicht an mich adressiert. Ach so, natürlich, dann geht das ja nicht. Gucken wir uns mal das an, Formular. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Cool. Ja, ich glaub's nicht. Wir haben wirklich noch ein Anmeldeformular für diese Sitzung. Jetzt bin ich aber geschockt. Das müssen die wahrscheinlich noch unterschreiben oder so. Wir gucken uns die mal nochmal an. Mit diesem Formular kann man sich zur Therapie. Allerdings fehlt die Unterschrift des betreuenden Psychologen. Ach so. Können wir die nicht selber machen? Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Naja, kann man auch eine Unterschrift fälschen oder so. Na gut, schauen wir uns mal den Aktenschrank an. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Ja. Benutzen. Ansehen. Oh, vielleicht finden wir unsere Akte. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Deine? Na gut. Gucken wir uns mal alles an, ne? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Wow. Machen wir mal weiter. Wen hatten wir denn noch? Ich weiß nicht, lernen wir die noch kennen? Mir sagen die Namen jetzt gar nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier? Eine rote Katze. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Was? Was? Okay. Nein, ansehen, ansehen. So, Droggelbecher. Droggelbecher, okay. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Droggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Was? Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Nee. Und mehr steht hier nicht. Vor allem, wir wählen sie ja auch immer jetzt nach dieser Reihenfolge aus. Hä, Peter. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Wow, ich denke, na gut.
Jetzt haben wir uns schon fast durchgearbeitet, jetzt können wir noch den letzten nehmen, auch wenn es sinnlos wird. So, der letzte. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier. Eine gelbe Ratte. Besonderheiten wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Wer konnte sich das jetzt nicht und denken? Mehr steht hier nicht. Okay. Akten, ja. Reden. Keine Ahnung. Hey Party People, was geht im Bürokratenstaat? Die Akten sind nicht gerade Entertainer. Gut, dann haben wir ja mal alles durchgeguckt, würde ich sagen. Vielleicht können wir ein bisschen rumkritzeln, aber ich bezweifle. Das sind zu viele. Ich weiß nicht, wo ich mit der Verwüstung anfangen soll. Ich kann noch was auf den Zettel schreiben. Den Zettel. Das würde auch nichts an der Botschaft ändern. Ja, Edna, das ist ganz bestürzend. Wir gehen lieber. So. Graffiti. Sehr gelungen. Ja. Hallo, Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah. So lebendig. Total. Und die letzte Tür. Bevor wir dann durch diesen, na, durch die größere Tür, irgendwie sieht aus wie ein Ausgang gehen. Ventil. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Oh, wow. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Was ist das für ein Kessel? Ein Heizkessel? Heiz oder? Die Kessel! Ja, okay. Ei, ma'am! Rede mit Ventil. Ich kann gut nachvollziehen, wie du dich fühlst, kleines Überdruckventil. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Findest du das gut, einfach so andere zu kontrollieren? Ich verachte dich, Wartungskontrollschränkchen. Benutzen? Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Okay. So, dann nur noch das Gitter. Ein richtiges Inferno. Reden wir auch mal mit dem. Wir wollen ja keinen vernachlässigen. Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? Ja. So. Runter. Was ist hier? Löffel! Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Was? Du willst keinen Löffel mitnehmen, Edna? Das kannst du doch nicht tun. Loch. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Rede mit Löffel. Wer hat euch das angetan? Rede mit Loch. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, ich bin erschrocken. Ja? Was gibt es? Das gibt's nicht. Das erschrecke ich mich schon bei so einem simplen Rätselspiel. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez die Mubelfrub. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Hesser. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapiere ich nicht. Vor allem in dem Bild, wo Edna durch den Gang gekrochen ist, da war ja auch so ein Skelett mit so einem Löffel, der da gerade so gestorben ist beim Graben. Und er ist wahrscheinlich auch einer der Gräber. Keine Ahnung. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Nein. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Der ist stur als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. No,
Sieht hoffnungslos aus, Edna. Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harte Tonerde gestoßen. Ohne passendes Mir sind die Löffel. Gut, dann viel Glück. Viel Glück. Ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Klingt irgendwie ein bisschen angetrunken. Das Reden, du wirst keinen finden. So. Wir finden hier sonst auch nichts weiter. Den Topf hätten wir ihm vielleicht geben können. Hallo? Bist du noch da unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Es ist so etwas Ähnliches wie ein Löffel. Ein Topf. Ein Löffeltopf. Ein Löffeltopf. Ja, besonders für Suppe ist er super praktisch. Du musst weniger abwaschen, verstehst du? Nein und nochmals nein. Kein Topf der Welt ersetzt mir den Löffel. Oh, gemein. Ja, was anderes habe ich nicht. Nö, dann gehe ich. Tschüss. Unfreundlich. Da wollte ich ihm was geben. Der schmeißt uns einfach raus. So. Treppe hoch. Edna, Treppe hoch. So. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Wir hatten ja alles angeguckt, glaube ich, ne? Dann können wir jetzt durch diesen Enderpost für uns. Diesen Vordereingang, aber ich habe nichts Gutes im Gefühl. Er hat gemeint, es ist gut bewacht. Oh, oh. Oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich bin doch der Neue. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder? Nein, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe... Oh. Ich bin's leid. Nein. Alles, was Alarm! Wir sagen konnten. Entflohener Patient. Was gibt's? Na, was wohl? Eine entflohene Patientin. Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte dich! Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Nein! So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Nein! Lass mich raus! Das habe ich wohl vermasselt. Oh nein! Sind wir jetzt echt eingesperrt? Allerdings, was ich mich jetzt frage, was, wenn wir gleich rausgegangen wären und nicht noch hinten rumgeguckt hätten? Dann hätten wir zum Beispiel den Topf nicht und den Ketchup und den Ding. Hätten wir das dann alles nicht drin gehabt? Vielleicht, weiß nicht, komisch. Vielleicht kommen wir ja doch raus. Keine Ahnung, okay. Ja, wir gucken uns dann mal diese ungewöhnliche Zelle im nächsten Part an natürlich. Ja, und bis dann. Tschüss.